So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Ich habe was ganz Cooles gefunden, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich hätte da auch gerne eure Meinung zu, aber alles direkt nach dem Intro. Bis gleich, ciao. So Leute, da bin ich auch schon, das ziehen wir uns jetzt mal gemeinsam rein. Ich habe es mir schon angeschaut und zwar geht es um eine Firma, die heißt Odoka, die kommt aus Berlin. Das ist ein junges Startup, das die Fahrschulwelt besser machen möchte und von den Ideen her auf dem richtigen Pfad ist. Ich bekomme da nichts für oder sowas, nicht, dass ihr das jetzt denkt. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass man abonniert und dass man liked. Ne? Also wenn ich das von euch verlange, kann ich das bei anderen auch machen. Ja, weil dann bekommen die auch mal ein bisschen Liebe, weil wir, ganz ehrlich, 4 Likes auf das Ding und 117 Aufrufe, das ist noch nichts. Am 7.8. ist das veröffentlicht worden, wir gucken mal. Und hier steht es auch, Odoka will die erste 100% digitale Fahrschule in Deutschland werden. Das ist auf jeden Fall mal ambitioniert. Und hier gibt es eine Petition, die habe ich auch unterschrieben. Könnt ihr mal schauen. Was ganz wichtig ist, natürlich sind auch Kommentare, weil nur dann, oh, jetzt kann ich kann so schlecht schreiben hier gerade, weil ich die Tastatur so doof hier liegen habe. Einen Moment. Weil wenn ich nicht kommentiere, wird das alles nichts und dann wird das auch nicht verbreitet. Deshalb immer schön machen bei Videos, die ihr cool findet. Ja, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns das mal an, was die alles so wollen und was nicht. Und ich sag mal meine Meinung dazu oder ja, und will auch eure hören in den Kommentaren. Um heutzutage die Führerscheinausbildung abzuschließen, muss zunächst eine Theorieprüfung bestanden werden. Die meisten von uns haben einen klassischen Theorieunterricht in der Fahrschule erlebt. In einem kleinen Klassenraum, weit weg von zu Hause und mit unflexiblen Öffnungszeiten. Ja, das ist leider so. Also auch bei mir in der Fahrschule, der Fahrschüler, der am längsten zum Theorieunterricht braucht, fährt 30 Minuten mit dem Bus. Und ich wohne jetzt nicht unbedingt auf dem Land, sondern eher so ein Zwischending. Ja, unflexible Öffnungszeiten, das ist wirklich so, wenigstens für die Theorieprüfung. Ja, ach Quatsch, für den Theorieunterricht. Ne? Also meine Fahrschule hat von morgens bis abends auf, aber ja, Theorie ist um 18 Uhr und wenn du bis 18 Uhr arbeitest, hast du Pech gehabt. Ne? Wir haben noch nicht mal am Wochenende Theorie, was eigentlich cooler wäre. Ne? Aber die haben recht, gucken wir uns mal deren Alternative an. Doch, wir haben gute Nachrichten, denn es gibt jetzt eine Alternative. Die digitale Fahrschule. Dank einer E-Learning-Plattform kann der Fahrschüler frei entscheiden, wann und wo er lernen will. Also, ein bisschen schäme ich mich. Ich für das Video überhaupt nicht und die Idee auch nicht, sondern dass das als neu dargestellt wird. Ne? Also ganz ehrlich, ganz viele Studiengänge und alles kann man schon digital machen. Alle sind wesentlich wichtiger und höher angesehen als der Führerschein. Nur der Führerschein ist noch nicht so zu machen. Deshalb das, was die hier erzählen, das ist im Fahrschulwesen der neueste Shit. Aber auf der Erde ist das, also ehrlich, 2008... Also seitdem gibt es schon Online-Kurse und wenn nicht sogar früher, also ich habe mich jetzt nicht genau darüber informiert, aber garantiert, also die Fernstudium, Fernschule und all sowas gibt es auch schon Ewigkeiten. Also ich weiß zum Beispiel, also mal kurz ein Schwank aus meinem Leben, ich habe die ersten 3 Klassen per Fernschule gemacht, das hat auch funktioniert und trotzdem, also ich kann lesen und schreiben und bin ein normaler Mensch, also im normaler Mensch weiß man nicht so, aber auf jeden Fall läuft's, ne? Und deshalb, also finde ich echt krass, dass das jetzt im Fahrschulwesen der neue Shit ist, ne? Also ich finde es cool. Ja, aber es ist jetzt nicht so bahnbrechend. Ne? Das zeigt einfach nur, wie behindert das Fahrschulwesen ist. Sorry, dass ich es gesagt habe und wie behindert ganz viele Fahrschulleiter und Fahrschulunternehmer sind. Richtig schlimm. Naja, gucken wir mal weiter. Qualität des angebotenen Unterrichts wird hiervon natürlich nicht beeinträchtigt. Oh, das muss ich mir nochmal reinziehen. Einen Moment. Unterrichts wird hiervon natürlich nicht beeinträchtigt. Oh Mann, so, ich glaube... Wo er lernen will. Die Qualität des angebotenen Unterrichts wird hiervon natürlich nicht beeinträchtigt. Ja,
Und das ist der Hauptstreitpunkt. Da sagen viele Fahrlehrer, live bin ich am allercoolsten. Live ist alles, ne? Also sehe ich auch so. Also es macht einen riesen Unterschied, aber es ist nicht das Geilste auf diesem Planeten. Weil ihr habt gerade gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe mir eine Stelle dreimal angeguckt. Im Unterricht trauen sich ganz viele nicht zu sagen, wenn sie was nicht verstanden haben oder mich nicht verstanden haben, weil ich zu schnell rede oder sowas. Und ja, bei einem Video kein Problem, ne? Bei Videokursen können ja auch Live-Kurse sein, was auch immer. Also, das ist der Weg, Leute. Das ist es. Wie funktioniert das? Im Gegensatz zu dem klassischen Theorieunterricht einer Fahrschule geht der Unterricht über eine E-Learning-Plattform sehr viel weiter. Mit Hilfe von intelligenten Algorithmen passen sich die Unterrichtsstunden und Übungen im Voraus dem Fortschritt der Fahrschüler an. Das ist natürlich geil. Also, diese Plattform scheint das zu leisten, was ein Fahrlehrer normalerweise macht. Das wird den Fahrlehrer also weniger Energie kosten. Das heißt, hier wird wirklich die komplette Ausbildung, auch die Prüfungsvorbereitung von der Plattform übernommen und passt sich an. Das ist natürlich mega, ne? Jede Antwort der Fahrschüler wird einzeln analysiert, um einen personalisierten Follow-up zu erstellen. Nehmen wir das Beispiel eines Fahrschülers, der das Thema Vorfahrt vollständig beherrscht. Bei dem Thema ruhender Verkehr hat er jedoch noch einige Wissenslücken. Das ist dem Algorithmus schon längst bekannt. Deshalb werden dem Fahrschüler spezifische Unterrichtsinhalte angeboten, die sich seinen Fortschritten anpassen und ihm helfen, seine derzeitigen Kenntnisse zu verbessern und zu bestätigen. Ein Pflichttheorieunterricht im Klassenraum bedeutet, allen Fahrschülern den gleichen Lernrhythmus aufzuzwingen. Die digitale Fahrschule bevorzugt die Lernpflicht und nicht die Präsenzpflicht. Ja, das sehe ich genauso. Sonst hätte ich das Video auch nicht hier reingemacht. Also ganz viele Sachen sind genau mein Ding. Ja, also Lernpflicht ist wichtiger als Präsenzpflicht. Also die Leute sollen das beherrschen und nicht eine Zeit abgesessen haben. Das ist ja wie Knast und genauso sehe ich das auch. Also die Leute müssen auch Spaß daran haben. Wird hier natürlich schön dargestellt. Ja, aber dann kannst du dir halt auch morgens, wenn du eine halbe Stunde wartest, mal 30 Minuten noch Unterricht reinziehen. Ne? Oder in der Straßenbahn oder was auch immer, in der Mittagspause kannst du das kurz machen und musst dann abends nicht mehr dahin. Macht doch absolut Sinn, ist auch absolut menschlich, absolut nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, wie man so doof sein kann und das nicht einführt. Und da muss ich ehrlich sagen, da sind die Fahrschulen und die Fahrlehrer hängen geblieben. Ne? Heute kann man über eine E-Learning-Plattform einen individuellen Lernprozess anbieten, welcher sich den Erwartungen eines jeden Fahrschülers anpasst. Und um sie zu begleiten und Fragen zu beantworten, stehen 7 Tage in der Woche per Mail und per Telefon Fahrlehrer und Pädagogen zur Verfügung. Jo, und hier ist natürlich meine Aussage, das leistet auch meine Fahrschule nicht. Fahrlehrer und Pädagogen stehen 24 Stunden am Tag für Fragen bereit. Leute, das ist hart. Das schafft keine andere Fahrschule, das schafft diese Plattform anscheinend. Ja, also das ist auf jeden Fall wesentlich krasser als das, was jetzt im Moment geleistet wird. Wenn du, keine Ahnung, wenn du von der Nachtschicht nach Hause kommst und bist noch ein bisschen aufgekratzt, lernst ein bisschen und hast eine Frage zu rechts vor links, schreibst du den in den Chat und los geht's. Ne? Geil. Sobald die Theorieprüfung bestanden wurde oder sogar schon davor, kann die Praxis im Fahrschulauto beginnen. Und auch hier gibt es Neues. Auf der Online-Plattform kann der Fahrschüler seine Verfügbarkeiten und seinen Wohnort angeben. So findet er den idealen Fahrlehrer, der in der Nähe seines Wohnortes verfügbar ist und ihn direkt am Treffpunkt abholen kann. Diese amtlich anerkannten Fahrlehrer sind bundesweit präsent und dank effizienter Online-Tools problemlos zu erreichen. Die Leistungen des Fahrlehrers stoßen auf eine höhere Anerkennung. Der Fahrlehrer erhält daher ein besseres Gehalt und profitiert zusätzlich von der garantierten und kompletten Autonomie bei der Planung seiner Einsatzstunden. Im Ergebnis steht ein rundum zufriedener Fahrlehrer, der entspannt und ausgeruht seine Fahrschüler ausbildet und so die Bestehensquote deutlich verbessert. Was kostet das? Ja, also jetzt in diesem Teil ging es um den Fahrlehrer. Ja, die wollen auf jeden Fall sehr viele Fahrlehrer haben. Alles andere macht ja dann keinen Sinn. Also dieses
Prinzip gibt es schon, haben andere Fahrschulen auch schon diese Online-Verfügbarkeit und sowas und mit den Treffpunkten. Also das ist nicht unbedingt das Neueste. Was aber ganz geil ist, ist wirklich, ich habe das System schon von innen gesehen, sogar die Fahrlehrer, die Einzelnen haben Bewertung. Also da wird nicht die Fahrschule bewertet, was ja eigentlich komplett falsch ist. Ne? Nehmt zum Beispiel mich, ich bin Fahrschulleiter und meine Fahrschule hat jetzt bei Facebook, keine Ahnung, 2 Sterne nur. Ja, weil einer meiner Angestellten ein Idiot ist. Ne? Was sagt das über die Fahrschule? Nichts. Der wird jetzt irgendwann gekündigt dann und geht dann irgendwo anders hin. Und dann hat weiterhin die Fahrschule mit ganz vielen anderen coolen Fahrlehrern noch immer 2 Sterne. Das ist totaler Schrott. Deshalb macht es absolut Sinn, dass die Fahrlehrer beurteilt werden und nicht die Fahrschule. Die Fahrschule vielleicht als Ganzes, aber wenn man sagt, hier, die Fahrstunden waren scheiße, macht das keinen Sinn. Ne? Das ist so, keine Ahnung, als würde ich die Telekom scheiße beurteilen, obwohl ein Mitarbeiter nur unfreundlich zu mir war. Ja, macht ja keinen Sinn. Trotzdem sind da 1,4 Millionen andere, die vielleicht cool sind. Ne? Das meine ich damit. Das finde ich ganz cool bei denen. Und jetzt gucken wir uns mal die Kosten an. Wie ist das denn? Die Gesamtkosten der Führerscheinausbildung bei einer digitalen Fahrschule werden durchschnittlich um 20-30% unter denen einer klassischen Fahrschule liegen. Ja, 20-30%, das schaffen die auch einfach dadurch, dass der Unterrichtsraum wegfällt. Ne? Teilweise sogar mehr. Na, und das ist natürlich interessant. Ich persönlich bin zwar kein Freund von Geiz ist geil und sowas, na, aber Kosten sparen bin ich immer dabei. Wie ist das möglich? Mithilfe neuer Technologien können wir Kosten senken und die Effizienz steigern. Außerdem gibt es eine größere Transparenz bei der Preisgestaltung. Die Grundgebühr oder die Kosten für die praktische Prüfung werden von uns kundenorientiert berechnet und sind jederzeit offen einsehbar. Die digitale Fahrschule lässt den Traum einer qualitativ hochwertigen Verkehrsausbildung für alle Wirklichkeit werden. Tja, das sehe ich auch so. Also ein paar Sachen sind jetzt Verkehrsausbildung nicht unbedingt so mein Fall. Ein paar Sachen sind jetzt nicht unbedingt mein Fall. Zum Beispiel wird jetzt gesagt, dass die Grundgebühr, die es gar nicht gibt, ne, das Grundbetrag, ne, so ein kleiner Tipp an Odoka, Grundgebühren gibt es nicht. Gebühren erheben Ämter, nicht Fahrschulen. Deshalb der Grundbetrag ist offen einsehbar, ja schön. Also muss bei jeder Fahrschule so sein. Das Einzige ist, du kannst es halt online einsehen. Ja, das müssen wir anderen, die normale Fahrschulen haben, auch schon die ganze Zeit machen. Natürlich haben wir da Tricks, das ein bisschen zu verheimlichen, das nicht auf die Homepage und sowas zu setzen. Ne, das müssen wir zum Beispiel nicht. Aber also das ist jetzt kein Entscheidungsgrund. Was aber sehr cool ist, ist halt wie gesagt die Freiheit und die Kostenersparnis. Und ich finde, also die Kostenersparnis finde ich nicht mal so wichtig. Ich finde die Freiheit, die bessere Planung, ja, und vor allen Dingen auch die Fahrlehrerbewertung, die drei Sachen unschlagbar. Deshalb finde ich das ganze Projekt ganz geil. Unterstütze das auch, deshalb mache ich auch dieses Video dazu. Ich freue mich über jedes Startup, über jede Fahrschule, die querdenkt. Da gibt es ganz viele. Ihr könnt auch mal gucken, es gibt die Fischer Academy, die macht das schon, boah, ich weiß es nicht, wie lange, 10 Jahre, 15 Jahre. Geht die einen ganz anderen Weg. Die 123 Fahrschule gibt es noch in NRW. Die sind richtig geil, also die ich jetzt kenne. Ne? Es gibt garantiert noch andere. Die dicken Fahrschulgruppen sind leider alle ein bisschen träge geworden. Die finde ich gar nicht mehr so cool. Ne? Zum Beispiel Academy und sowas. Ja, also Konzept ist cool, aber so richtig neu ist da auch nichts mehr. Und das liegt vor allen Dingen auch an den Verlägen hier. Vogel Verlag, Degener Verlag, Wendel Verlag, Verkehrsverlag, Remagen und alle, die dazugehören, die Fahrschulen unterstützen. Die sind nämlich genauso hängen geblieben wie die Fahrlehrer und die Fahrschulen. Und das sage ich über meinen eigenen Berufsstand, das hat schon was zu sagen. Ja, sagt mir mal eure Erfahrungen, hättet ihr da Bock drauf? Also ich persönlich würde es nutzen, ich hätte gar keinen Bock in die Fahrschule zu gehen, wenn das möglich wäre. Ist vom Gesetz her aber so leider noch nicht erlaubt.
Aber ich glaube dran, dass das bald kommt, weil in der EU ist es erlaubt. Und wir sind ja mittlerweile nicht nur Deutsche, sondern auch Europäer. Und da wird es Zeit, das zu akzeptieren. Ja, sagt mir eure Meinung dazu unten drunter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Like und vor allen Dingen bitte gebt Odokama ein bisschen Liebe. So zeigt den mal, dass ihr das cool oder ob ihr das scheiße findet. Das dürft ihr natürlich auch sagen. Es herrscht ja Meinungsfreiheit. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut. Und viel Spaß in der Ausbildung. Ciao.